Die Katastrophen können helfen, Menschen zum Umdenken zu bewegen. Vor 10 Jahren wurde das Atomkraftwerk Fukushima durch Erdbeben und Tsunami zerstört. In Deutschland entschied damals Angela Merkel, ihre Kanzlerschaft mit einem schnelleren Ausstieg aus der Atomkraft zu krönen. Die Energiewende war in aller Munde. Woher kommt nun heute unser Strom? Ist in dieser Woche die ganz einfache Ausgangsfrage für Inforadio, um zu schauen, wie es um dieses gesellschaftliche Groß- und Zukunftsprojekt steht, auch mitten in der Pandemie. Die Politökonomin Maya Göpel hat 2020 ihr Buch Unser Welt Neudenken veröffentlicht. Es wurde zum Bestseller. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des The New Institute in Hamburg, das 2020 gegründet wurde. Und das Ziel des Instituts ist, nachhaltige Zukunftskonzepte entwickeln und ausloten, wie gesellschaftlicher Wandel möglich ist. Und jetzt ist sie am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Göpel. Einen wunderschönen guten Tag. Frau Göpel, wenn wir uns die Energiewende anschauen, wovon hängt es ab, ob die gelingt? Ist natürlich jetzt eine Frage für mindestens eine Stunde, aber vielleicht gelingt Ihnen da eine kürzere Antwort. Nein, ich glaube, einmal ist es mir immer total wichtig, nochmal aufzuzeigen, dass die Energiewende ja nicht mit Fukushima begonnen hat, sondern die lief ja schon viel, viel länger. Und eigentlich hatten wir ja vor Fukushima die Situation geschaffen, dass eine neue Bundesregierung aus einem bereits bestehenden Ausstieg, tatsächlich auch aus der Atomkraft, wieder ausgestiegen war. Und genau deshalb war ja auch die Gesellschaft relativ gut vorbereitet. Also es war da ja auch großer Protest ja gegen diesen Wiederausstieg aus dem Ausstieg aus der Atomkraft. Das wird gerne so ein bisschen vergessen. Und warum ich das erwähne, ist, weil ich glaube, wir lernen nicht nur mit der Energiewende, sondern eben tatsächlich auch in der Art, wie jetzt Corona uns herausfordert, und das wird unser Thema bleiben, dass viele dieser wirklich tieferen Transformationen ein Gemeinschaftswerk sein müssten. Und das hat auch Klaus Töpfer in seinem Vorsitz damals bei der Empfehlungskommission, als es dann darum ging, wie machen wir das jetzt mit der Energiewende, auch beschleunigt, genau als Wort geprägt. Und deshalb ist es so wichtig, es tatsächlich als eine gemeinsame Aufgabe zu begreifen. Und das ist uns so ein bisschen verlustig gegangen, auch in der Form, wie wir wieder durch Reformen der Politik wieder sehr stark konzentriert haben. Vorher hatten wir ganz viele Energiegenossenschaften, es war so diese Energie in Bürgerhand Parole in dem nachhaltigen Energiewende dezentral. Viele konnten mitmachen. In dem Moment habe ich für mein Windkraftrad auch noch selber das Geld bekommen. Und das ist mir das Wichtige. Also wenn wir sagen, alle sind davon betroffen, weil eine dezentrale Energiestruktur zum Beispiel das auf jeden Fall mit sich bringen wird, dann ist es wichtig, die Betroffenen mitzunehmen und die Betroffenen und Betroffenen ja zu Akteuren zu machen, eigentlich dieser Transformation. 10 Jahre nach Fukushima hat die Bundesregierung in dieser Woche die milliardenschwere Entschädigung für die Stromkonzerne abgesegnet, weil deren Kernkraftwerke geschlossen wurden oder werden. Ist das gut angelegtes Geld? Nein. Also die ganze Diskussion darüber, was wie viel kostet in der Energiewende, ist ja eine sehr interessante, weil auch da immer die Frage ist, wann fängt Geschichte an? In dem Fall, wann fängt mein Berechnungszeitraum an? Und natürlich hat auch diese Entschädigungssumme etwas mit dem Ausstieg aus dem Ausstieg zu tun, weil erst in dem Moment diese Regressforderungen wieder möglich waren. Deshalb war das ein sehr teurer Schritt. Und das sagen viele eben, die sich mit Transformationsprozessen beschäftigen, ja auch, dass ein Zickzackkurs für alle Beteiligten a. sehr viel Unsicherheit mit sich bringt und b. im Zweifel dann eben teuer wird. Weil hätte man an dem vorherigen Plan festgehalten, da war das auch schon angelegt, dass diese Kraftwerke nicht mehr längerfristig bleiben werden, dann hätte es diese Entschädigungen auch in dieser Form nicht geben können. Aber wenn die Politik natürlich eine Kehrtwende macht, ja, dann können Konzerne auch diese Forderungen stellen. Ob man denn danach kommt, in welcher Höhe und welcher Form, möchte ich mich gar nicht zu äußern, weil ich keine Energiepolitik-Forscherin bin. Und trotzdem ist es mir immer ganz wichtig zu fragen, wann fängt man auch an zu kalkulieren. Und da sind die erneuerbaren Energien, wird immer geschrien, die Förderung sei so hoch, wenn man sich anschaut, was indirekt und direkt immer noch die fossilen Energien bekommen und bekommen haben über den ganzen Zeitraum, ist das natürlich sehr viel weniger im Vergleich. Die Windkraft hat es gerade nicht leicht. Sie sagen, Sie sind da keine Energieexpertin. Trotzdem nochmal so mit Ihrem Blick als Politökonomin auch in Brandenburg überlegen, Windparkbetreiber die Räder abzuschalten, weil das sich finanziell nicht mehr lohnt. Sind wir wieder beim Geld. Neue Räder aufzustellen, droht am Widerstand von Anwohnern zu scheitern. Außerdem fehlt Fläche. Ja, wo liegt die Lösung des Problems? Ach, zum Teil hängt das ja mit dem zusammen, was ich eben schon mal erwähnt habe. Also wer profitiert davon? Also ich kenne viele Studien, die zeigen, dass die Bereitschaft der Bevölkerung in dem Moment natürlich sehr viel steiler nach oben geht, wenn sie tatsächlich auch Beteiligte sind an den Projekten. Und das hat abgenommen. Und wenn dann aber eben die Personen von außen investieren und von außen profitieren und ich soll das Ding aber bei mir vor der Tür haben, dann ist es sehr viel schwerer. Das ist das typische NIMBY, not in my backyard.
Vor allem nicht, wenn ich nicht selbst daran beteiligt bin. Und insgesamt, glaube ich, ist ja immer das Plädoyer von denjenigen, die sich damit wirklich intensiv auseinandersetzen, zu sagen, wir wollen natürlich einen Energiemix. Und die Erneuerbaren sind aber die zentrale Stoßrichtung. Und das, denke ich, ist immer wieder wichtig auch zu betonen. Es muss Richtung 100% Erneuerbare gehen und die Digitalisierung dafür konsequent zu nutzen, die Stromnetze konsequent so auch zu integrieren, eine europäische Lösung in dem Moment auch zu verfolgen. Und auch da wäre es, glaube ich, ganz wichtig, eben das systemisch zu betrachten. Da ist Windkraft ein Anteil darin, ein wichtiger, besonders auch in Deutschland. Nur vielleicht kann man da auch Pakete schnüren. Aber wie gesagt, ich bin keine Energiepolitik-Expertin. Also da müssten Sie dann eventuell nochmal mit anderen ins Detail gehen. Es kommt auf das Verhalten jedes Einzelnen an. Das ist jetzt in der Pandemie so ein Standardsatz von RKI-Chef Lothar Wieler. Gilt dieser Satz auch für die Energiewende? Also wenn man zum Beispiel ans Energiesparen denkt? Naja, insgesamt ist diese Sache, dass wir uns immer ums Sparen rumdrücken und da gar nicht drüber reden wollen, natürlich die ganz große Leerstelle im Grunde genommen der ganzen Debatte darüber, wie können wir in eine nachhaltige Zukunft gelangen. Also wir haben dieses feste Konzept der Versorgungssicherheit und die wächst jedes Jahr mit. Also wir haben ja jedes Jahr steigende auch Energieverbrauchszahlen und Konsumzahlen etc. Und auf einmal ist diese Höhe dann wieder unverhandelbar. Und das ist etwas, damit werden wir nicht in eine nachhaltige Zukunft kommen, sondern irgendwann muss ich mich auch mal fragen, was ist denn eigentlich mit der Suffizienz? Also Suffizienz heißt ja genug, erstmal ausreichend. Und neben Effizienz, ich versuche mehr aus weniger zu machen, und Konsistenz, ich versuche eben ein diversifiziertes Energiesystem zu bauen, wo die einzelnen Lösungen auch eingepasst sind in die lokalen Strukturen, ist die Suffizienzfrage genau die mit auf den Tisch gehört. Wie viel Energie können wir uns denn leisten, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen und sagen, der Pfad von 1,5 Grad soll es sein, muss ich auch mal irgendwann fragen, wie viel Energie dürfen wir denn verwenden und wo kann man auch mal wirklich konsequent einsparen, nicht nur über Effizienzmaßnahmen, sondern indem man auch mal bestimmte Dinge vielleicht wieder lässt. Jetzt haben Sie viele Sachen, haben wir jetzt aufgeblättert in diesen wenigen Fragen und Ihren Antworten. Ich möchte den Hörern gleich noch ein bisschen was zu lesen mitgeben. Also erst einmal Maja Güppel war das, wissenschaftliche Direktorin des 2020 gegründeten The New Institutes in Hamburg, Autorin des Bestsellers Unsere Welt neu denken. Das wäre die erste Empfehlung und gerade am Erscheinen ist der Gesprächsband Pandemie und Klima. Das also auch noch eine Empfehlung. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Güppel. Ich danke Ihnen auch herzlich und wünsche noch einen schönen Tag.